Und herzlich willkommen zurück zu mein Test. Creative Server Let's Play. Yay. So. Ach ja. Ach ja. So, da sind wir wieder. Gut, wir müssen jetzt mal ganz kurz gucken. Wir wollen... Gott, so viel Action hier gerade. Suchen ist on, Aachen ist on und ich bin on. Wer ist ich? Gut, wir wollen... Wir brauchen auf jeden Fall Gleise, das genügt das ganz klar. Aber wir müssen gucken, was wir hier noch so brauchen. Wir brauchen auf jeden Fall Holz. Spätestens hier für den Steg drüber brauchen wir ganz schön viel Holz. Achso, da hier vorne ist das Gleis. Lol. Genau, das Gleis kommt hier in dem Verlauf raus. Das heißt, es geht hier, müssen wir wieder ein paar Bäume fällen hier. Und dann trifft es hier irgendwann aufs Meer. Ja doch, es ist sogar ein relativ guter Spot, weil können wir nämlich hier schräg rüber gehen. Das passt sogar ganz gut. Ja, okay, also die Flucht passt schon mal. Dann die was? Aaron, versuch wenigstens Deutsch zu reden. Gut, das heißt, ja gut, der Weg hier, der ist natürlich wieder, ne? Da müssen wir gucken, wie wir den Weg denn umlegen. Aber gut, ist ja sowieso ein Trampelweg, so ein kleiner aufgeschütteter Weg. Den zu verschieben ist ja nun wirklich kein Hexenwerk. Ja, brauchen wir eigentlich bloß Holz und Gleise, oder? Beziehungsweise... Wir können natürlich, oder wir müssen natürlich geschotterte Trasse machen, ne? Die Gleise sind natürlich auch Schotter, so wie hier. Wobei es auch nur hier unten ist. Da oben habe ich gar nicht so geschotterten Weg gemacht. Lol. Ja gut, okay, da brauchen wir also auch kein Schotter. Sehr schön. Ja, also Gleise und Holz. Mehr brauchen wir nicht. Und ein paar Äpfel. So, ja, wie gesagt, ein paar Bäume werden hier weg müssen, leider. Aber gut, so ist das. Doink, doink, doink. So, schauen wir mal die Gleise, da, ob wir da noch ein paar haben. Oh ja. Tatsächlich sogar relativ. Oh Gott. Da hatten wir damals so ein bisschen überproduziert, gell? Jo, ansonsten... Gut, mehr Gleise haben wir nicht. Ja gut, reicht aber auch erstmal aus. Das dürfte fast für die gesamte Strecke reichen. So, ansonsten... brauchen wir bloß noch Holz. Welches Holz nehmen wir? Ich baue heute eine Festung. Nice. Aber bei der Festung bauen wir ja schon groß wird. Ich weiß nur noch, mein erster Versuch. Achso, hier haben wir auch helles Holz genommen. Gut, da können wir da tatsächlich doch helles Holz benutzen. Ich weiß nur noch, ne, meine allererste Map hat es ja, glaube ich, sogar gezeigt gehabt. Meine allererste Map, wo ich auch ein bisschen größer gebaut hatte, da hatte ich auch versucht, so eine Festung zu bauen. Ja, aus der ist nie was geworden. Weil eine Festung ist leider, will man immer bauen, aber ist halt so ein riesiges Projekt, dass man sich da generell übernimmt. Jede Person, die ich kenne, die schon mal meinen Mindtest gespielt hat, wollte auch immer mal eine Festung bauen und aus der ist nie was geworden. Mal schauen, vielleicht bricht Zoren die Regel. Zoren. Genau, das helle Holz hier. Gut, da haben wir zum Glück noch ein bisschen Kiefern.
Ach so. Kiefer? Ah, sehr schön. Kiefernholz. Sehr gut, sehr gut. So, Geländer brauchen wir nicht. Das heißt, wir sollten alles haben. Schönes Ding. So, die Frage ist, auf welcher Höhe bauen wir das Ganze? Weil so hoch wie der Schräg hier macht keinen Sinn, weil da ist Flachland. Das heißt, ich würde das Ganze... Doch, ich mach's genauso wie der Weg da. Da kann man dann noch drunter durchlaufen als Mensch. Oder mit einem kleinen Boot drunter durchfahren. Ich meine, so eine Yacht passt ja jetzt nicht mehr durch, aber eine Yacht kann hier eh nicht lang fahren, weil dafür das Gewässer viel zu flach ist. Also, da um die müssen wir sowieso keine Sorgen machen. Ne? Also, da ist der Zug abgefahren. Und das, obwohl wir noch nicht mal Gleise gebaut haben. Also, ja. So. Dann verlegen wir einfach mal das Gleis und gucken, wo es lang kommt. Wir haben keine Axt dabei, wir können die Bäume gar nicht abbauen. Oh Gott. Was ist nur los? Mit mir. Ach ja, unser kleines Hotel. Mit dem wir uns zum Glück nicht übernommen haben. Selbst nicht im Let's Play Maßstab. Ist ja tatsächlich schon fast fertig. Da müssen wir nur gucken, wie wir das Ding ein bisschen ausschmücken. Dass das nicht aussieht wie so ein Holzklotz in der Landschaft. Kann gerade sein, dass jemand hier in neuen Gebieten rumrennt. Der Server ist ganz schön ausgelastet. So. Okay, das funktioniert schon mal. Hä? Jetzt funktioniert's? Was ist denn los? Habe ich mich gerade verkackt? Ach, ich habe hier gerade... Ah, okay, mit Schienen kann man nicht raufklicken. Ja, leck mich am Arsch. Okay. Dachte gerade schon, der Server ist ausgelastet, aber nee, meine Hirn ist ausgelastet. So, eine Axt. Äxte sind unten. Oh, oha. Tatsächlich schon ganz schön lidiert. Du kommst mal weg. Fackeln brauchen wir jetzt gerade nicht. Die Schippe können wir eigentlich gleich hier mit der anderen fusionieren. Spart Platz. Und fällt jung. So, du nach da. Herkommen. Kann man drauf rumkloppen und wieder rein mit dir. Sehr gut. So, können wir hier mal ein paar Bäume fällen. Doink. Das Problem ist, da stehen jetzt so viele Bäume immer direkt nebeneinander. Ich glaube, ich fälle da immer gleich wieder mehrere Bäume mit einmal. Kann das sein? Gerade hier, siehst du, hier bei den beiden Bäumen. Wenn ich da den einen fälle, geht der andere garantiert auch gleich mit kaputt. Weil ich weiß nicht mehr, ob diese Woodcutting-Mod da unter mehreren Holztypen unterscheidet oder einfach alles, was Typ Holz ist, abhackt. So, ach, einen Krepper bräuchten wir auch noch. Gut, können wir später machen. Jetzt erstmal kommt hier ein Gleis hin. Hier kommt dann der Prellbock hin. Und da geht es hier mit dem Gleis weiter. Und hier haben wir quasi schon das erste Problem. Der Weg sieht ein bisschen, naja... Mache ich den Weg in die Mitte? Macht das Sinn? Ach doch, ich denke mal schon. Das macht halt durchaus Sinn. So, dann muss ich die Dinger hier auch abbauen. Dankeschön. Und hier muss der Sand weg. Ja, ich baue hier gerade ein bisschen mehr Sand ab, weil wir hier ein bisschen mehr Sand brauchen. Von daher. Immer her damit. Ich bin einfach Hunger. Zum Glück habe ich einen Päpfel mitgenommen. Oha. Na, schau mal in der Kuh. Da hat ja wer gescheatet. Waren wir das? So, dann kommt nach da. Bap, bap, bap. Und bap, bap. Und bap. Okay, den dritten Pferd wir gar nicht abbauen brauchen. Egal. So, du nach da. Genau, das wird dieses. Dieser Filterkaffee. Nee, machen wir hier. Nee, macht keinen Sinn. Kommt mal bitte. Ja klar, mit einer Axt. Ach, doch nicht alles. So, dann brauchen wir jetzt die Dinger. Okay, wir haben also tatsächlich. Ach ja, wo nur so eine Hand. Oh. Okay, wir müssen hier definitiv noch ein bisschen mehr Hand anlegen.
Das funktioniert so nicht. Da kommt einfach mal hier ein bisschen Stein drunter, ganz ehrlich. So. Oh. Da kann ich nämlich hier wunderschön das Ding hinbauen und dann hier so eine schöne Schräge hinbauen. So, jetzt brauchen wir nämlich hier so eine Halbdinger. Hieraus können wir Dinger machen. Die Frage ist, können wir aus den Dingern dann wieder so eine Compressed, so eine Vierteldinger machen? Okay, aus drei so ein Stück. Ah, passt ja, wir haben genau drei. Lol. Gut, dann machen wir mal so. Ja, perfekt. Okay, aus hier können wir gar nichts machen. Verrückte Welt. So, das war klar. Ja, so klappt das. Sehr schön. Perfekt. Und der Bahnsteig ist fertig. Yay. Jetzt tut sich die Züge auch nicht weh. So, dann müssen wir mal gucken. Daraus können wir jetzt wieder so einen machen. Hat das nicht sogar funktioniert? Komm mal mit. Haben wir daraus zumindest schon wieder. Hä? Ach, leck mich doch. Das sind verschiedene? Kriegen. Oh mein Gott. Wow. Da funktioniert das mit dem Alias wohl noch nicht so ganz. Normalerweise müsste das direkt in das hier umgewandelt werden oder andersrum. Also, hier ist ja aus der Stairs Mod und das hier aus der More Block Mod. Und eigentlich müssten die dann 1:1 umgewandelt werden. Werden sie aber nicht. Lol. So, unser Bahnhof ist schon mal ein bisschen angepasst. Sehr gut. Dann können wir es mit dem Gleis weitermachen. Ja, hier müssen wir gucken, ob wir das Gleis einfach drüber legen oder ob wir hier eine Brücke bauen. Spaß. Wie wir das hier am dümmsten machen. Aha. Eigentlich eine gute Frage. Ich lege das Teil erstmal einfach mal drüber. Mal gucken, wie das aussieht. Garantiert die Katastrophe. Ah ja. Ah ja. So, das hier muss weg. Achso, gut, der Streifen muss hier auch weg. So, genau, der Baum hier muss auf jeden Fall weg. Axt. Und der hier auch. So, hoffentlich baut der Dämon Baum nicht auch noch mit ab. Das ist ein bisschen schade. Profi-Holzfäller. Ja, leck mich am Arsch. Gut, nee, der Baum bleibt zum Glück stehen. Sehr gut. Übrigens, ich weiß nicht, ob ich das schon... Hatte ich das gesagt? Ich weiß es nicht. Ich sag's einfach nochmal. Ich habe jetzt letztens die, diese Ward-Mods abgedatet. Da gab es eine neuere Version. Die finde ich persönlich ganz schick, weil die nutzt jetzt hier wesentlich schönere Icons. Ja? Richtig schöne Bilder. Und man hat auch, glaube ich, wesentlich mehr Sachen, die man hier bekommen kann. Und die Sachen machen teilweise auch mehr Sinn. Oh, mit den Schafen. Oh. Also die Bilder sind definitiv süßer. Definitiv hier. Mit den Goldwagen und so. Tatsache. Ja. Hab ich also mal geupdatet. Aber glaube ich, hat es ja schon erzählt gehabt. Rotkäppchen. Ich musste immer an Ruby denken. Schaut euch den Anime an.
So, und die Sachen brauchen wir alle noch. Oh, hat er gerade die Icons nicht gewickelt? Lecker! Essen Sie! Was? Ich habe doch in meinem Leben schon definitiv mehr als 22 Äpfel gegessen. Oder ist die Mod echt noch. Oder ist das Update echt noch so neu, dass sich seitdem. Weil eben, wenn das durch eine von den Quests war, die jetzt später dazu kam, durch das Update jetzt, dann fängt er auch jetzt ab da an zu zählen, logischerweise, ne? Und das scheint in so einem Fall zu sein. Und jetzt hast du zum Beispiel eine Quest, die neu ist. Du Kupfer! Oh, oh. 1000 mal Kupfer abbauen. Hm? Voll lieber Augenleid. Ah, ist das schön. Electric Engineer, ohne Bild, tatsächlich. Interessant. Weiterhin Transporter auch ohne Bild? Okay. Schneemann! Wow. Das werden wir wohl wahrscheinlich nie bekommen. Weil ich baue ungern mit Diamantenblöcken. Sieht einfach scheiße aus. Ich verstehe auch bis heute nicht die ganzen Typen, die irgendwie ganze Häuser auf Diamantenblöcke bauen. Das sieht so hässlich aus. Das sieht einfach so unendlich hässlich aus. Ich habe keine Ahnung, was die sich damit da irgendwie erhoffen. Unser Platz läuft voll gerade. Fällt mir auf. Ich weiß, zum Glück haben wir Backpacks dabei. Da ist es natürlich ganz so schlimm, aber trotzdem. Gut, andererseits, wir sind hier quasi jetzt direkt neben Lager. Wir könnten also einfach mal kurz einen Abstecher ins Lager machen. Komm ich da ran? Ja. Mal ein bisschen Scheiß ablegen. Zum Beispiel diesen ganzen, hier, sag schon, Cobblestone, den wir unten abgebaut haben. Einfach mal in die Kiste damit. So. Habe ich eigentlich mittlerweile das Update drin? Weil es gibt hier, für diese Mod gibt es auch ein Update. Nein, habe ich noch nicht. Scheiße, wollte ich noch machen. Fuck. Es gibt nicht für die Motten Update. Hatte ich jetzt letztens im Changelog gesehen. Und ich dachte, ich hätte schon abgedatet. Scheiße. Dass wenn man jetzt hier auf so einen Block hat, ne? Ist eine richtig geile Funktion. Wenn man hier so einen Block hat und man davon bereits was im Inventar hat, so wie wir, und man mit einer leeren Hand hier raufklickt, mit Rechtsklick, dann fügt er quasi alles, was im Inventar ist, was so dieser Blockgruppe gehört, automatisch ein. Das ist unendlich geil. Ja, habe ich aber noch nicht aktiv. Ich glaube, dann höre ich an der Stelle mit der Folge erstmal auf, spiele mal das Update ein und dann könnt ihr nächste Folge staunen. Ja. Genau. Von daher, bis dann.